Hallo zusammen. Ich habe mir überlegt, dass ich euch meine Erfahrungen mitteile bezüglich Windeln und Feuchttücher. Und zwar gibt es ja eine Menge Anbieter von Feuchttüchern und Windeln. Und wenn man jetzt, sage ich mal so, das erste Mal schwanger ist und das erste Kind hat oder das erste Kind bekommt, dann kennt man sich noch nicht so aus. Das war bei mir so. Und dann habe ich einfach gekauft, was mir so in die Hand gefallen ist. Und ja, man weiß ja noch nicht Bescheid. Und deswegen mache ich dieses Video, um vielleicht andere werdende Mütter schon mal zu helfen oder schon mal eine Richtung zu geben, was ich empfehlen würde, was ich eher nicht empfehlen würde und was ich für eine Kaufempfehlung euch mitteile. Da fangen wir an. Also ich habe die ersten Windeln von meiner Schwester geschenkt bekommen. Die waren vom Windel-LKW. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so einen Windel-LKW, der so durch paar Orte, sag ich mal, oder paar Städte fährt. Also der fährt beziehungsweise in vielen Städten rum und der kommt halt dann irgendeinem Datum und Uhrzeit. Das könnt ihr dann googeln bei windel-lkw.de. Ich kann euch das gerne verlinken. Und ja, das Problem dabei ist, dass da irgendwelche Restposten von irgendwelchen Windeln, also irgendwelche Hersteller, es können auch Fremde, also von anderen Ländern sein, oder einfach, sag ich mal, es können auch Pampers drin sein, aber halt wirklich so Reste, wenn da irgendwie was falsch gemacht wurde oder ja, keine Ahnung, sag ich jetzt mal, wenn jetzt hier irgendwie das Bild falsch ist oder was weiß ich. Auf jeden Fall sind das so, sag ich mal, Mangelware, die halt günstiger dann abgegeben wird. Und da kann halt wirklich alles Mögliche sein. Da können irgendwelche sein, die ihr nicht mal kennt. Da können aber auch welche sein, die ihr kennt. Und der Vorteil natürlich ist, dass sie günstig sind. Also für Leute, denen das wirklich egal ist, ob das Kind, also ob, beziehungsweise ob die Windel halt ausläuft oder nicht. Die können da gerne einkaufen oder ihr könnt das mal wirklich mal probieren, weil manchmal hat man auch Glück, da kriegt man auch gute Windeln, aber manchmal hat man halt auch Pech, ne? Und dann kriegt man halt Windeln, die man nicht kennt oder mit denen man nichts zu tun haben will. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt da auch Feuchttücher. Ich zeige euch jetzt mal, was ich. Also, ich habe hier die, die sind von Moltex. Die Marke ist mir auch unbekannt. Auf jeden Fall waren das meine ersten Windeln und diese Feuchttücher dazu. Helen Harper. Muss ich direkt an Two and a Half Men denken. Charlie und Ellen Harper, ne? Die waren für die erste Zeit gut, aber da kannte ich auch noch nicht andere Windeln. Das ist jetzt Größe 1, glaube ich. Das ist wirklich für die Neugeborenen. Aber dadurch, weil wir im Krankenhaus ja diese hier haben. Aber das ist jetzt Größe 3. Die hatten wir aber für die Neugeborenen Größe 1. Dadurch, dass wir die im Krankenhaus hatten, habe ich gemerkt, wie sch Punkt, 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 wie scheiße die sind, ne? Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ja, okay, so schlecht sind die jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich habe die geschenkt bekommen. Aber im Vergleich zu denen hier sind die wirklich nicht so gut geworden. Also wie man sehen kann, ich zeige euch das mal, wie die hier aufgebaut sind. Also die sind hier, das sind einfach nur wie normaler so Pampers-Stoff halt, ne? Die lassen sich zwar noch gut ziehen und so, aber hier sind die zum Beispiel überhaupt nicht flexibel. Da kannst du gar nicht ziehen, was ich auch von Pampers gar nicht so kenne. Oder hier nur ganz leicht. Also das ist richtig stramm und ist auch unbequem fürs Baby. Das habe ich auch erst nach einer Zeit gemerkt, weil die dann so Abdrücke überall bekommen hat, so wie als wenn halt das Blut so abgeschnitten wird. Aber manchmal gibt es auch wirklich gute Windeln. So, deswegen die würde ich halt nicht so empfehlen. Aber wie gesagt, probiert es aus mit dem Windel-LKW, weil manchmal hat man wirklich Glück und kriegt halt, sag ich mal, Pampers zum guten Preis. Und ich meine, wenn da jetzt so ein Bild irgendwie falsch ist, also mich persönlich interessiert das nicht, weil das kommt eh wieder in den Müll. Und das ist ja nur zum Vollkacken, ne? So, dann die Feuchttücher mache ich später. Dann haben wir als nächstes die hier ausprobiert.
Ja, okay, die haben wir auch im Krankenhaus ausprobiert, aber dazu komme ich gleich. Da haben wir die Pampers Baby Dry ausprobiert. Die sind schon mal viel besser, also um einiges besser als diese Moltex-Dinger. Die sind hier innen so aufgebaut. Also das kann man auch viel mehr ziehen. Aber wobei ich oft das Gefühl habe, wenn ich die Pampers dann wegschmeißen will, also wenn die voll sind und ich die dann so zusammen mache, ne, so, dann fällt mir auf, dass die manchmal irgendwie fast reißen hier. Weil ich ziehe das richtig straff immer, damit das nicht so viel Platz einnimmt. Aber ich habe da wirklich das Gefühl, dass die manchmal hier reißen. Aber es ist bisher noch nicht passiert, deswegen will ich noch nicht so urteilen. Dann muss ich noch dazu sagen, die sind auf jeden Fall gut, aber da wird auf jeden Fall viel mehr versprochen, als es eigentlich ist. Es wird versprochen, dass sie mindestens 12 Stunden oder sag ich mal bis maximal 12 Stunden halten sollen. Aber die sind bei uns wirklich nach 3 Stunden laufen die aus. Also da kommt richtig die Feuchtigkeit durch. Dann an den Seiten läuft das aus. Hinten vor allem am Rücken läuft das meistens nach oben immer. Also ganz ehrlich, dafür, dass die so teuer sind, da benutze ich lieber die hier, ne? Also die kosten um einiges weniger und die kosten so teuer und bringen wirklich absolut nichts. Also ich bin so enttäuscht davon, wirklich. Und irgendwie, die haben so einen komischen Geruch. Also ist jetzt nicht so wie ein paar andere Windeln, das werde ich euch auch gleich noch sagen. Aber ja, auf jeden Fall gar keine Kaufempfehlung, wirklich. Natürlich hat das auch viel damit zu tun, ob das eher mehr Urin ist oder mehr das Große, ne? Aber ob sie jetzt groß gemacht hat oder klein, das ist immer ausgelaufen. Deswegen, wir benutzen die wirklich, weil wir haben jetzt noch ein paar Stück, ich glaube so 40 Stück oder so, wir benutzen die jetzt noch für den Tag. Und nachts benutzen wir dann die hier, weil das ist wirklich die allerbeste, das muss ich euch sagen. Die hatten wir vom Krankenhaus schon und da haben wir schon gemerkt, die sind wirklich Hammer. Aber wir dachten, das liegt vielleicht nur am Kindspech oder weil es ändert sich ja alles später, das wird alles flüssiger. Vor allem bei einem Stillkind, also ich stille ja, ist das so, dass ja, dass halt die Kacke oder ja, Urin und die Kacke vom Kind, das gestillt wird, ist meist immer ähnlich oder fast immer gleich. Und die hier, die sind wirklich Hammer. Also, erstens, das hier, das zieht sich so krass. Wenn ihr das mal, guck mal hier, das zieht sich so krass, finde ich. Man kann das schon fast mit der einen Seite um das Kind herum machen. Und es drückt wirklich gar nichts im Kind ab, ne? Also, ich bin so begeistert von denen wirklich. Ich will jetzt keine Werbung oder so machen. Ich werde auch nicht bezahlt dafür, gar nichts. Aber wenn ihr das auch mal sehen könnt. Hier sind so Punkte und wirklich, wenn das Kind groß oder klein macht, was auch immer, das wird alles hier unter diesen Punkten, also unter diesen Dingern hier, das ist wie so ein Netz. So, könnt ihr das sehen? Das ist wie so ein Netz und das gelangt wirklich alles unter dieses Ding. Das heißt, wenn man die Pampers dann wechseln möchte, hat das Kind nicht alles hier so. Also bei den anderen Pampers oder allgemein bei allen anderen Windeln ist das so, dass das irgendwie noch alles am Popo liegt, die ganze Kacke und an der hier am Geschlechtsteil, ne? Und alles Mögliche. Aber bei denen ist das wirklich nicht. Das gelangt alles unter dieses Netzding. Und das finde ich auch gut, ne? Dieser Strich hier. Aber ja, wer es braucht, also ich brauche es wirklich nicht, aber finde ich trotzdem gut. Weil das ist ja hier nicht vorhanden, ne? Obwohl die eigentlich sogar gleich kosten, meine ich, oder die sogar vielleicht teurer sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die sind wirklich der Hammer. Das kann ich euch wirklich empfehlen. Ich verstehe auch nicht, wie manche sagen können, dass die scheiße sind. Also, ich finde die wirklich am allerbesten. So, das schon mal dazu. Und dann haben wir noch andere getestet, aber die haben wir jetzt nicht mehr hier, weil ich benutze die nicht mehr.
Wir haben noch die Toujours heißen die von Lidl, die Windeln. Die sind auch gut. Also ich sag mal jetzt gut, weil schlecht sind die nicht. Die sind schon mal ausgelaufen, aber bei uns. Aber trotzdem halten sie besser als die beiden anderen. Also die hier und die hier. Also die sind, sag ich mal, bei mir auf dem dritten Platz. Das ist Platz 1. Platz 2 bei mir sind die von Aldi. Die sind wirklich auch sehr gut. Die wollte ich sogar noch mal kaufen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Die von Aldi, die von der Marke Mamiya heißen die. Die finde ich auch wirklich gut dafür, dass sie so günstig sind. Also Respekt, wirklich. Also Platz 1, Pampers. Pampers Premium Protection heißen die. Platz 2 von Aldi, die Mamiya. Platz 3 würde ich sagen von Lidl, die Toujours, genau. Und ja, die anderen haben für mich gar keinen Platz mehr. Also die sind bei mir unten durch. Was ich noch ausgetestet habe, ist von DM die Baby Love. Also die haben mir auch überhaupt nicht gefallen. Zum einen Punkt, die sind bei mir immer ausgelaufen. Punkt 2, das glaubt ihr nicht, jetzt kommen wir zu dem Stinken. Die stinken wie Leute, die vielleicht Katzen haben und Katzenstreu benutzen, die können das nachvollziehen. Also die stinken wirklich wie wenn man Katzenstreu wechselt, ne? Und dieser Uringeruch, der dir direkt in die Nase kommt, so stinkt das. Also mein Kind hat wirklich nach einer verpinkelten, stinkigen Katze gerochen, ne? Wie das Klo von einer Katze. Und das finde ich wirklich ekelhaft, ja. Ganz ehrlich, das ist mir gar kein Cent wert, weil erstens sie laufen aus, zweitens sie stinken, drittens die sehen für mich nicht so schön aus wie die hier. Und ja, also, ne. Also, klare Kaufempfehlung. Die hier, die von Lidl und die von Aldi. Klare Kaufempfehlung. Und die beiden und die von DM, ne, also die würde ich gar nicht empfehlen. Und was ich aber noch gehört habe, die wollte ich noch austesten. Die von DM, da gibt es ja noch diese DM Nature oder so, habe ich gehört, die sollen richtig gut sein. Aber ich habe die selber noch nicht getestet, weil es gab die irgendwie nie in unserer Größe. Keine Ahnung, die waren immer ausverkauft, glaube ich. Auf jeden Fall würde ich die noch auch testen. Dann kann ich ja euch irgendwie in den nächsten Videos mal so eine Rezension darüber geben, so ein Feedback. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid wegen den Windeln. Dann wechseln wir jetzt mal zu den Feuchttüchern. Also, wir haben einmal auch die von Lidl, die Toujours benutzt. Die Penaten, genau. Dann die hier, die wir auch vom Windel-LKW haben. Und Pampers, ne? Also, dazu muss ich sagen, die von, also die hier vom Windel-LKW. Ich war erstmal total begeistert von denen. Also, die riechen erstens richtig geil, ne? Also, die sind jetzt schon offen. Die riechen richtig gut. Ja, die machen eigentlich, was sie sollen, ne? Wenn man die jetzt nachkaufen will, also jetzt nicht vom Windel-LKW, sondern wenn man die einzeln nachkaufen will, sind die ziemlich teuer. Also, ich würde die, wenn, dann nur vom Windel-LKW kaufen, aber so einzeln würde ich jetzt nicht empfehlen. Die sind eigentlich vergleichbar mit den Toujours, also von diese Lidl-Dinger da, ne? Die sind wirklich fast gleich. Die haben wir auch eine Zeit lang geholt, die von Lidl, die sind auch gut. Aber man merkt halt wirklich einen deutlichen Unterschied zu Pampers. Das ist einfach so, weil Pampers, wir haben die auch vom Krankenhaus benutzt. Deswegen sind wir auf die umgestiegen. Nur im Krankenhaus haben die noch diesen einen Deckel, da kosten die um einiges mehr. Aber ganz ehrlich, ich brauche das nicht, weil ich benutze eh so eine Windelbox, ne, wo ich das dann so aufmachen kann und dann die Windel so rausziehen. Deswegen brauche ich jetzt, genau, so wie sowas haben die hier so ein Ding, ne? Aber sowas brauche ich nicht. Und die sind um einiges teurer, die Pampers-Dinger mit diesem Ding. Ja, auf jeden Fall würde ich. Also die finde ich ganz okay und die von Lidl auch. Dann habe ich einmal noch, ich glaube, Baby Love war das. Baby Love
Sensitive? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war mal in so einer Überraschungsbox von entweder Rossmann oder Pampers, keine Ahnung. In irgendeiner Überraschungsbox waren die da drinnen von Babylove. Ah, von DM, von diesem Koffer, genau. Von diesem Koffer, da waren die drinnen. Die sind ganz ehrlich, also ich bin so enttäuscht von Babylove, wirklich. Die haben nichts Gutes bisher, was ich alles getestet habe. Ich finde die überhaupt nicht gut. Und also die haben so gestunken auch, ne? Also wirklich, das ist wie bei den Pampers, ne? Die haben so gestunken, wenn ich so die Probe von meiner Tochter abgewischt habe, das hat da so richtig gestunken, so nach, ja, ich weiß nicht, vielleicht mögen das manche, aber ich mag das gar nicht so nach Desinfektionsmittel. Also ich finde das schon ekelhaft, wenn ich ins Krankenhaus komme und das dann rieche. Das war bei unserem Krankenhaus zum Glück nicht so. Aber ich finde das überhaupt nicht angenehm. Ich finde da lieber, wenn das so ein, so, weiß ich nicht, so Kamille oder was weiß ich, nach was riecht das hier? Weiß ich nicht. Steht da nicht. Ah, hier. Kamille, ja, habe ich sogar richtig gesagt. Nach Kamille riecht das. Das ist auf jeden Fall schon mal Hammer. Und die Pampers Feuchttücher, die sind auf jeden Fall mein Platz 1. Die sind vergleichbar mit Penaten, wirklich, ne? Also Penaten ist auch für mich Hammer, aber ja, die kosten fast gleich, deswegen hole ich lieber Pampers, ne? Und, oh Gott, schon 18 Minuten. Ja. Auf jeden Fall merkt, genau, was man da merkt bei Penaten und den Pampers-Feuchttüchern im Gegensatz zu den von Lidl und diesen Helen Harper-Dingern hier. Das merkt man vor allem, wenn man jetzt, sag ich mal, den Popo sauber macht von einem Kind, ne? Diese Helen Harper-Dinger, also vom Windel-LKW und die von Lidl, die sind auf jeden Fall so, dass man, sag ich mal, wie soll ich das erklären? Also, wenn man den Popo sauber wischt, dann rutschen die so schnell weg. Also, die haben so eine komische. Die haben mit dem Popo vom Kind so eine komische Verbindung, sag ich mal so. Also, die rutschen richtig so weg, ne? So, wenn man sie halt so abwischt, dann. Ja, man kann halt nur sagen, dass das so komisch wegrutscht. Was bei den Penaten und bei den Pampers nicht der Fall ist. Also, die sind wirklich. Die sind sehr, sag ich mal, weich oder. Berühren halt den Babypopo sehr sanft und das rutscht halt nicht weg. Du kannst halt ganz in Ruhe den Popo sauber machen. Und ja, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber wenn ihr das selber testet, dann wisst ihr, was ich meine. Auf jeden Fall würde ich nur Penaten und Pampers empfehlen. So, jetzt haben wir alles durch. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Also Windeln, die hier. Und die von Aldi am besten. Und die hier und Penaten bei den Feuchttüchern, ne? Und die sind wirklich nicht allzu teuer. Also wir haben jetzt bei Amazon, könnt ihr die hier wirklich günstig holen. Also die sind leider doch teuer, ne? Aber ich finde, manche Leute geben halt so viel Geld für Tiere aus. Und ich finde, man kann für sein Baby ja auch mal ein bisschen ausgeben, ne? Die Pampers, die sind überhaupt nicht ausgelaufen. Und die anderen, die sind schon. Die halten nicht mal am Tag, also gar nichts. Also wirklich. Das ist auf jeden Fall meine Kaufempfehlung. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie geholfen. Ah, genau, noch eine Sache. Entschuldigung. Ich habe hier, das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, auch nochmal einen Pluspunkt für Pampers. Und zwar kann man das ganz kostenlos. Das finde ich so süß. Das ist so ein T-Shirt in Größe 74, 80. Da wird sie bald reinpassen, die Kleine. Die hat jetzt momentan Größe 62 und ist 3 Monate alt, bald. Und auf jeden Fall stehen hier ihre Daten. Moment. Ja. Da stehen ihre Daten. Könnt ihr mal. Ich hoffe, ihr seht das auch richtig. Das werde ich auf jeden Fall in so einen Bilderrahmen machen. Also ich denke nicht, dass ich ihr das anziehen werde. Aber ich werde das in so einen Bilderrahmen machen. Und dann wird das Ganze so aussehen. So. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache von Pampers. Ja. Und anschließend werde ich jetzt das nächste Video machen. Schaltet ein. Da kommt gleich der Geburtsbericht. Und
Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.